Yo, herzlich willkommen. Heute nicht aus dem Wildside Shop, sondern bei mir aus meinem Büro. Ja, liebe Freunde, heute gibt es etwas Besonderes. Und zwar habe ich einen, ja, wie soll ich sagen, ein Review von meinem Kollegen Banner One. Sehr, sehr guter Graffiti Writer. Ich habe ihn getroffen und habe ihn darum gebeten, mal einen Test zu machen mit unserem Crewline 210 Stencil Cap. Und er hat zugestimmt, er hat es gemacht. Und ich muss euch sagen, freut euch auf eine erfrischend ehrliche Berichterstattung. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei mit Banner One. Alright. Hey, hier ist Banner One von der Envious Crew. Ich habe den Ben auf der Back in the Days Jam in Dresden dieses Jahr kennengelernt. Und er hat gesehen, dass ich viel mit dem Stencil Cap arbeite und mir daraufhin mal sein Produkt geschickt, weil er gesagt hat, das musst du unbedingt ausprobieren. Und ich habe ihm versprochen, ein kleines Review zu geben. Das tue ich hiermit. Ich habe mal als Beispiel hier ein Bild von mir, was ich gerade für einen Kunden als Auftrag gemalt habe, wo ich sehr viel mit Stencil Caps gearbeitet habe. Und jetzt wollte ich euch mal ein kleines Review gleich von verschiedenen Stencil Caps geben. Die Produkte, die ich euch zeige, sind einmal das, was der Ben mir geschickt hat, das 210 Cap von der Crewline, dann das Swank One Stencil Cap und das Tiny Pink Stencil Cap. Das ist allerdings die alte Version. Ich glaube, oder ich weiß, dass es mittlerweile ein neueres davon gibt. Da kann ich aber jetzt nichts zu sagen. Ja, Unterschiede sind einmal, dass bei diesen beiden Produkten die Farbe, die überschüssige Farbe aufgefangen wird. Beim Tiny Pink einfach in einem Farbreservoir, was man dann ausschüttet. Und bei diesen Crewline Stencil Caps hat man eben hier so einen kleinen, so eine Rampe, die dann in ein Behältnis wird, was auch ausgetauscht werden kann, zum Beispiel in ein größeres und dann als Marker oder eben für andere Zwecke die Farbe weiterverwendet werden kann. Ich wollte euch nichtsdestotrotz mal zeigen, wie unterschiedlich die sprühen. Ich arbeite mit Montana Gold und Belt Molotov. Alle Caps funktionieren eigentlich mit allen handelsüblichen Sprühdosen. Ja, Unterschiede beim Anbringen seht ihr gleich. Zuerst hier einfach den Ring drauf und dann kann das eigentlich losgehen. Man muss ein bisschen darauf achten, dass das auch wirklich aus dem Loch rauskommt. Ich mache mal ein paar Linien, dass ihr mal seht. Das ist jetzt die 4mm Variante des Crewlines. Machen wir mal ein paar Punkte. So, jetzt nehme ich mal das Swank One, mein eigentlicher Favorit, den ich immer nehme oder bisher immer genommen habe. Und da muss man ein bisschen darauf achten, dass es wirklich gerade rauskommt. Deutlich dicker als die 4mm Variante vom Crewline. Ich allerdings schiebe manchmal auch so das Cap hin und her, dass es noch dünner wird. Dann kriegt man damit auch noch dünnere Linien hin. Gerade Vorführeffekt. So, genau. So, großes Nachteil bei diesem System, großer Nachteil ist, die überschüssige Farbe sammelt sich hier oben im Ring und irgendwann läuft es einem über und dann muss man die Sauerei ausschütten und dann sieht das so aus, wie ihr hier schon schön seht. Wenn man das vergisst, hat man ein Problem, weil man sich sein ganzes Bild einsaut. Das ist gewöhnungsbedürftig und bedarf viel Übung und Gewohnheit, dass man da auch wirklich mit klarkommt. Ja, so viel zum Swank One. Abschließend nochmal das Tiny Pink Stencil Cap. Hier wird das so drauf geklickt. Das hat schon mal den ersten Nachteil, dass man bei den Belt Molotovs immer den Farbring abmachen muss. Das nervt mich ein bisschen. So, dann finde ich hier die Ergonomie etwas fragwürdig, weil das Ding doch ganz schön größer, die Dose ganz schön größer macht. Und dann werdet ihr gleich sehen, man hier wirklich eine sehr kleine Linie. Also das ist mit Abstand das dünnste von allen. Ich finde, man hat hier ein Problem, dadurch, dass der Abstand zum Cap von der Öffnung sehr weit ist, hat es einen starken Overspray und hat so ein bisschen so einen Airbrush-Vibe. Also es sieht vom Look her aus wie eine Airbrush-Linie, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Deswegen mag ich dieses Cap gar nicht und eben weil man das auch so halten, komisch halten muss, finde ich das am ungünstigsten. Ist aber tatsächlich eine persönliche Geschmacksfrage. Für ganz, ganz feine Details gar nicht schlecht. Auskippen, naja, gut, gibt irgendwann auch. Die Farbe ist hier schon alles angetrocknet. Sauber machen ist hier auch so ein Ding. Schwierig. Ja, man kann das ein bisschen abwischen. Das war es dann aber auch.
Das geht beim Crewline deutlich besser. Allerdings auch hier kommt man schwer in manche Bereiche rein. Man kann das hier immerhin aufmachen und das hier ein bisschen reinigen. Ja, ist aber auch nicht ideal geregelt. Da, finde ich, spielt das Swank One wieder seinen Vorteil aus. Man kann das einfach abwischen und zack ist das hier wieder neu. Allerdings wird hier natürlich die Dose auch vollkommen mit eingesaut und macht man das nicht sauber, macht man sich die Dose und das Ventil auf Dauer auch kaputt. Hat also alles so sein Für und Wider. Was ich vielleicht noch zum Schluss, ich zeige noch einmal das 6 mm zum Abschluss mit der großen, mit dem großen Behältnis dran. Was mir bei den Crewline aufgefallen ist, dass das Loch nicht ganz perfekt passt vorne drin und dadurch hat man einen Overspray im oberen Bereich der Linie. Wenn man das aber ordentlich ausrichtet, ein bisschen schräg einbringt, dann geht das ganz gut. Und auch hier kann man natürlich durch schräg sprühen ein bisschen dünner noch werden. Das geht eigentlich auch super. Also eigentlich die bessere Variante vom Swank One Cap. Durch den Farbreservoir spart man sich die Sauereien und das Saubermachen ist ein bisschen weniger aufwendig. Von daher gebe ich Ben auf jeden Fall recht, dass die Crewline Caps eine super Weiterentwicklung sind. Und ich kann die empfehlen. Ich finde auch noch, das habe ich noch vergessen, die Ergonomie hier ganz schön, weil hier ist noch so eine Aussparung für den Zeigefinger. Das hat das Swank One nicht. Da drückt es hier oben immer so ein bisschen oder man muss seinen Zeigefinger ein bisschen mehr schräg halten. Wie gesagt, die Systeme haben alle so ein bisschen hier für und wieder. Tiny Pink, nur was für die ganz kleinen Sachen. Das mit dem Farbe auffangen finde ich ganz praktisch, aber ich wüsste nicht bei so viel Arbeiten, die ich mit dem Stencil Cap mache, was ich mit der ganzen überschüssigen Farbe machen soll. So viele Marker befüllen, das macht irgendwie für mich dann keinen Sinn auf Dauer. Klar, aber es hat den Vorteil, dass man sich nicht alles einsaugt, wie mit dem Swank One. So viel von meiner Seite dazu. Ben, vielen Dank für das Produkt, dass ich das testen durfte. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, bleibt gesund, haut rein, peace. Ja, Benna, dir vielen Dank für den geilen Beitrag und ja, euch allen ans Herz gelegt. Geht mal auf die Seite von Benna One, checkt's aus. Er ist ein sehr cooler Typ, sehr guter Dude, macht sehr gute Arbeiten und ja, checkt das neue Stencil Cap aus von Crewline 210. Aight!